Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, immer wenn ich glaube, wir haben nun endlich wirklich einen Großteil der Probleme, die uns das Corona-Semester auferlegt hat, gelöst, tauchen an anderer Stelle neue Herausforderungen auf. Und wir müssen wieder irgendwo Feuerwehr spielen oder ganz schnell irgendeine Idee haben und pragmatisch und unkompliziert eine Schwierigkeit aus dem Weg räumen. Und ehrlich gesagt, würde ich an der einen oder anderen Stelle auch gerne mal die Zeit vor- oder zurückdrehen. Und ein bisschen geht es mir so beispielsweise mit dem Thema Regelstudienzeit. Wir haben seinerzeit die Information aus dem Ministerium, die vielleicht nicht ganz unmissverständlich formuliert war, aufgegriffen und direkt an Sie weiter kommuniziert. Als es hieß, die Regelstudienzeit verlängere sich automatisch um ein Semester. Die rechtskundigen Studis wussten gleich, dass das so einfach nicht gehen kann, da der Begriff Regelstudienzeit im Gesetz fest verankert ist und man nicht so mal nebenbei die Regelstudienzeit ändern kann. Außerdem hätte eine Verlängerung der Regelstudienzeit den Seiteneffekt, dass unsere Studierenden zusätzliche ECTS-Punkte erbringen müssten, also zusätzliche Vorlesungen hören müssten. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Änderung, die wir erreichen wollen, sondern uns ging es im Wesentlichen um die Verschiebung der entsprechenden Fristen. So haben wir jetzt festgesetzt, dass kein endgültiges Nichtbestehen wegen nicht fristgerechten Abschlusses des Studiums festgestellt werden wird. Das heißt im Klartext, die Überschreitung der Fristen hat für Sie keinerlei rechtliche Konsequenz. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Sämtliche Fristen, die jetzt auslaufen würden, also GOP, Abschluss des Bachelor- oder Masterstudiums, werden automatisch bis zum Ende des Wintersemesters 2021, also bis zum 31.03.2021, verlängert. Allerdings, wenn Fristen später auslaufen, müssen Sie einen eigenen Antrag auf Gewährung von Fristverlängerungen stellen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklären können. Allerdings bitte ich Sie, bevor Sie Ihre weitere berufliche Zukunft davon abhängig machen, fragen Sie auch gern nochmal bei uns im Prüfungsamt nach. Die Kolleginnen und Kollegen können Ihre individuellen Fragen natürlich deutlich besser beantworten als ich. Sie wissen alle, dass mir unsere Studierenden an der FAU sehr am Herzen liegen. Und nicht zuletzt haben wir auch deshalb das Programm FAU for FAU aufgesetzt, um in Not geratene Studierende zu unterstützen. Und inzwischen haben wir über 70.000 Euro an Spendengeldern erhalten und auch die ersten Auszahlungen getätigt, sodass wir unsere Studis entsprechend unterstützen können. Gerne möchte ich auch darauf hinweisen, dass eine der ersten Entscheidungen, die wir im Rahmen der Corona-Pandemie getroffen haben, auch unsere studentischen Hilfskräfte betroffen haben. Wir haben damals entschieden, dass wir alle Hilfskraftverträge entsprechend umsetzen, auch wenn durch den Wegfall der einen oder anderen Vorlesungen die Hilfskräfte von uns gar nicht benötigt werden. Damit wollte die Universitätsleitung ein klares Signal senden. Und zum Abschluss noch eine sehr erfreuliche Neuigkeit. Heute Morgen um 10 Uhr wurde im Rahmen einer Pressekonferenz von unserem Staatsminister Siebler bekannt gegeben, wie die KI-Professuren, die im Wettbewerb ausgeschrieben waren, über den Freistaat verteilt werden. Die FAU war in diesem Wettbewerb sehr erfolgreich. Wir haben 4 zusätzliche KI-Lehrstühle im Medizinumfeld einwerben können und werden damit in der Endausbauphase 12 neue Lehrstühle im Bereich der künstlichen Intelligenz an der FAU haben, plus 8 weitere Junior-Professuren, die wir aus eigenen FAU-Mitteln finanzieren werden. Ich bin mir sicher, dass damit die Friedrich-Alexander-Universität im Themenfeld künstliche Intelligenz und Medizin eine weltweit führende Rolle einnehmen wird. Für die insgesamt nun 54 HTA-Professuren sind wir natürlich dem Freistaat zu großem Dank verpflichtet. Die neuen Professuren tragen dazu bei, dass die Friedrich-Alexander-Universität
hervorragende Zukunftsperspektiven hat. So, nun bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich weiß, das Semester ist unglaublich anstrengend für uns alle. Bitte lassen Sie uns gemeinsam das Beste daraus machen. Bleiben Sie gesund.